gucken jetzt nochmal, bevor wir mit Versace weitermachen. Ja, aber es kommt dann endlich das. Versace ist nämlich bester. Nein, warte, warte. Wir müssen noch eine Sache gucken, und zwar Jean-Paul Gaultier Le Male, weil diesen Duft irgendwie, ich hatte den, ich so, before you buy. Okay, pass auf. Erstmal die Verpackung, musst du sagen, Herbert wollte auch gleich das hier mitnehmen und das hier als vielleicht kopieren, als Verpackung. Er war so begeistert hiervon, von dieser Verpackung, ne? Das, so geht's auf hier unten. Irgendwie geht's auf unten, ja, oder oben, oder was auch immer, ja, genau, ja, so geht's auf. So geht's auf. Ja. Die Flasche finde ich wirklich faszinierend, also die Form natürlich, voll eben so Männertorso und so, die, also gut, man hat sich die Kappe gespart, dafür hat man so eine Fessel daran gemacht. Ist natürlich auch eine Methode. Ne? Wie Montal. Wie Montal, ja. Wir hören mal an, was der gute Herr im roten Sakko zu sagen hat. Genau. Über das hier. Ich mache jetzt den Jeremy Luft hier. Ja. Den mache ich nicht. Jeremy Fragrance hier. Before you buy Jean-Paul Gaultier Le Male. 5 things you should know. First thing, you will smell like her ex-boyfriend or like her father. This is a very philosophical question. If she smells you, and neurologically in her brain, it tells her, wait a second, I smelled this on a person I was intimate before, or I have smelled this on an authoritative person. That would be second, the father. This unconsciously gives her the impression, wait a second, this guy is of importance. Okay, but other people would say, yeah, it sucks. I want to be unique. I don't want to smell like her ex-boyfriend. So you should be aware that this smells like a lot of other men that your dream woman has already met. Second thing you should know, this fragrance, ladies and gentlemen, has been reformulated. And everybody that doesn't know what reformulation means, you reformulate the juice to be appropriate in modern days IFRA standards, which means, okay, you're not allowed to use tonka bean anymore. You're not allowed to use coumarin anymore because it hurts your skin, as modern day scientific studies say. Whatever. Fragrances get reformulated for that reason. Fragrances get reformulated for the reason that they should smell more modern. If you got a fragrance from there that used to be cool in the 80s, but nowadays the kids from today, they smell, say, man, it doesn't smell good. I don't like it. They reformulate it while keeping the identity. It's like covering an 80s song. The third thing you should know about reformulation, some brands simply want to save money. They exchange the original lavender oil with synthetic lavender oil. And that's how the story goes. Whatever the reason here is, the fragrance does not last so long like it used to last. When I smelled it one of the first times, when my stepfather was running around in the house, the whole house was smelling like this. A powerhouse, atomic strength, super strong. Be aware, this has been reformulated. It has not the performance that it used to have. Third thing you should know, it's a panty dropper, this fragrance, ladies and gentlemen. Tja, was sagst du? Was sagst du dazu? Panty dropper, yes or no, Herbert? Für mich nicht. Also, für mich ist es kein Panty dropper, aber also ich meine, der ist gut, der war schon mal besser. Also den letzten, den ich gerochen habe, der war wirklich anders. Also, ja, ja. Also das ist meiner Meinung nach nicht nur die Performance, sondern auch der Duft hat sich ein bisschen geändert. Aber er spielt natürlich so mit einer bestimmten Süße, also Note, die natürlich da ist. Aber also Panty dropper, nee. Nee. Mosby sagt gerade, wir sollen das. Das Wort ist ein bisschen unangenehm für ihn. Ach so. Ja. Also ich muss sagen, ist ein uniker Duft irgendwo. Also der ist schon einzigartig. Ja, ja. Ich habe aber auch, als ich jünger war, ich fand den immer ein bisschen störend. Also es gab viele, die den getragen haben. Der hat eine Projektion, aber ich war jetzt nie so der Typ dafür. Also meiner wäre es auch nicht. Ja. Ich würde das auch nicht. Und die Box wäre auch nicht meine. Die Box, also ja. Aber die Flasche ist schön. Die Flasche ist, ja, also ist okay. Ist originell einfach. Ja.